Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Schau mal in Mamas Album und Schatulle zuerst rein. Da haben wir Mythic Stewie als allererstes. Ja, ich halte nicht so wirklich viel. Ich weiß, bei uns ein Mitglied aus Guild 1 hat jetzt wieder ihr Glück gehabt mit der Schatulle und hat den Stewie gezogen, hatte den vorher noch nicht. Bei Stewie hätte ich die jetzt nicht wirklich benutzt. Also der macht das immer so, der setzt seine Gems jeden Tag da ein, hat inzwischen schon ein paar Mythics da rausbekommen. Weil ich würde das jetzt nicht unbedingt beim Stewie machen. So, hier haben wir die Top of Tire Box, die habe ich euch bereits in einem anderen Video vorgestellt. Das ist auch wieder verlinkt am Ende hier. Top of Wine, LARP, Bartender's Knot, Klaus Heißler, Beer Tasting, Beer Festival, Hank Hill, Dinner Wine Bob und die ganzen Kombos hier. Dann sind wir bei der Spring Tire Box, auch die habe ich euch in einem anderen Video erklärt, auch verlinkt am Ende. Benders, Ducklings, Cuddles, Luan Bladders, The Stinger, Suck Zinnmünzen, Lois Griffin und Crisscross Applesauce mit diesen ganzen Kombos hier. Ja, definitiv wichtig jetzt für den Clash. Dann haben wir hier den Dr. Zoidberg, das Pack mit betrunkenem Clam, Beer Festival, Thunder Cocktails und McGriffin. Auf jeden Fall fett, wenn man den Dr. Zoidberg damit endlich voll bekommen kann für die Leute, denen noch ein paar Mythic Stones da fehlen oder Mythic Fragments. Spart, 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 spart da drauf. Der lohnt sich auf jeden Fall. Wikinger Peter, die neue Viking Peter Box ist draußen. Hier Wikinger Peter, Party im Biertank, Jellybean Schnaps, individueller Bierkrug, Dr. Amy Wong und Peter. Und ich müsste echt mal schauen, ob das tatsächlich so ist. Aber ich habe eine neue Info. So, lass mal kurz hier reinschauen. So. Wir haben nämlich, ich habe nämlich irgendwas erfahren, das will ich wissen, ob das tatsächlich so ist, ob ich das sehen kann. Arena Adventure. Nee, ich kann das hier momentan noch gar nicht sehen. Also ich kann es jetzt nicht definitiv bestätigen, aber mir wurde gesagt, also ist jetzt eine inoffizielle Aussage, mir wurde gesagt, dass Rich das nächste BGE sein soll. Und da würde natürlich eine Dr. Amy Wong ganz gut reinpassen. Ne? Hier Peter, mega geil. Aber ich, wie gesagt, das ist alles unbestätigt. Aber Dr. Amy Wong macht dann auf jeden Fall Sinn, wenn es tatsächlich rich wird. Ja, die Viking Peter Box auf jeden Fall eine absolute Perle, mega geil. Ja, dann schauen wir mal in die Combo Mastery hier rein von heute. Da haben wir jetzt allererstes nicht zu sehen eine absolute Oberknaller-Kombo. Also mir tut das jetzt richtig weh, die hier zu sehen und dass die halt leider für 500 Gems ist. Das ist Squirrel Death. Und Squirrel Death hier ist, ja, das ist schon Hardcore, ne? Du hast hier eine 16er Bombe. Also, das Geile ist halt echt der Wert mit dem Heilen. Du hast eine 16er Bombe, du hast 32-fach Heilen, du hast 33 Stoß, 29 Angriffe und 62 Leben. Leute, hier lohnen sich tatsächlich 10% oder 20% richtig. Ja. Also wenn ich jetzt hier alleine schon wegen dem Heilen, das ist ja das, und der Bombe, das ist ja das, warum man diese Karte hier am ehesten spielt. Ey, da kriege ich dreifach Heilen mit den Zubehör. 35 Heilen. Nochmal drei, wäre ich bei 38 Heilen. What the fuck? Na, bei 2 Kronen. Ey, das ist unfassbar, ja. Nicht, sie kostet 500 Gems. Ich werd bekloppt, echt wahr. Also für alle, die jetzt tatsächlich genügend Gems zur Verfügung haben und die den Mythic Bob haben, das Ding, Leute, die Combo ist, also die, hier sind 10% echt viel. New Brine, Cuddles, Goggles Cat,
Buckstud, Spirit, Irek Lobster, Sacrificial Robot Goat, Bandit. Und wir haben auch noch relativ viele Kombo-Möglichkeiten. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Kombo-Möglichkeiten. Wow, das Ding ist mega krank. Puh, ja. Jetzt habe ich mir mundfusselig geredet. Ich werde sie mir nicht holen, aber sie ist richtig, richtig geil. Squirrel Death. Dann haben wir als nächstes hier weniger geil den Drunk Hermes. Hermes kann eh schon nicht so viel und besoffen kann er noch weniger. Dann haben wir hier einen Hermes und Hermes Conrad. In der legendären Version maxen wir jetzt einfach mal. Dann gucken wir mal da rein. Also gehen wir da runter. Dann haben wir Hermes Conrad mit der Power-Attacke Patriot. Ey, dann kommt halt Schild raus und Stoß durch die Mauer. 30-fach Stoß durch die Mauer, 24 Angriffspunkte. Sehr sinnvoll. Boah. So. Geht hier auch mit Absinth. Geht auch mit Welcome Mojitos. Also. Die Kombo, die lohnt sich nicht. Die lohnt sich nun beim besten Willen nicht. Dann geht's hier weiter. Ich bin überrascht, weil der Limo Driver Roger ist auch wieder eine Karte, die ich so nicht in Erinnerung habe. Sagen wir es mal so. Mit Fahrzeugkarten, also hier mit dem Golfball Escape zum Beispiel. Und dann kommt da hinten der Limo Driver Roger raus mit Leben, wenn eine Kombo gespielt wird, kriegst du auf der Kombo mit hinzu und mit Schild. Ah, ist jetzt nicht so der Oberknaller, aber gut. Muss jeder selber, also ich würde dann, also ich meine, so ein Quatsch, muss jeder selber, ich meine Golfball Escape, sorry, wer spielt das Golfball Escape? Also ist völliger Schrott. Nächste Kombo ebenfalls wieder. Na, auch nicht so der Bringer. Der Zack Sawyer. Hier mit dem Stewie. Tom Landry Middle School. Und dann haben wir Revanche und hier Angriffspunkte, wenn der Kombo gespielt wird. Cheers. Uff. Was soll ich dazu sagen zu dem Ding? Das ist nicht so wirklich der Oberbringer. Konnte man mich eigentlich ganz gut verstehen, weil ich stelle gerade fest, dass das Mikrofon irgendwo da unten ist. Naja. Also nicht so wirklich der Oberbringer. Aber gut. Was willst du machen? Ja, die einzige Kombo, die halt heute echt geil ist, muss man sagen, ist hier tatsächlich Squirrel Death. Kostet 500 Gems. Dafür mega geil. Lieber würde ich jetzt hier einen Pull machen. Sonderangebot Viking Peter Box. Weil das Ding ist brutal. Naja. So. Kostet 800 Gems. Im Vergleich jetzt zu den 500 Gems bei Squirrel Death. Jo Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut nichts mehr rein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries. Mit mir dann gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.